Vor wem haben Sie Angst, Dave? Ich habe vor jedem Angst. Vor jedem? CIA? Der Mafia? Den Kubanern? Sagen Sie uns, was Sie wissen, und wir beschützen Sie. Es war der Tag, der unser Leben veränderte. Ich habe hinter den Büschen einen Blitz gesehen und den letzten Schuss. Dieses Ereignis erschütterte die Welt. Der Rauch war hinter der Hecke da zu sehen. An diesem Tag stand die Zeit still. Es war, als hörten die Menschen auf zu atmen, unbeweglich wie auf Bildern. Für einen Mann wurde es zur Besessenheit, die Wahrheit herauszufinden. Du bist Staatsanwalt in New Orleans. Glaubst du nicht, dass der Kennedy-Mord eine Nummer zu groß für dich ist? Die Verpflichtung zur Gerechtigkeit. Niemand kann mir erzählen, dass der Junge die Schüsse von dem Buchladen aus abgegeben hat. Er opfert alles, was er hat. Du interessierst dich mehr für Kennedy als für deine Familie. Für alles, woran er glaubt. Nichts und niemand kann mich davon abhalten, meine Untersuchung im Mordfall Kennedy weiterzuführen. Man versucht ihn zu hindern, dass er fragt, wer. Wenn ich Ihnen den Namen des großen Unbekannten verrate, dann muss ich wirklich noch deutlicher werden, Mr. Garrison. Dann heißt es Bon Voyage. Man versucht ihn zu hindern, dass er fragt, wieso. Das ist doch die wichtigste Frage. Wieso? Die Regierung wird sie in der Luft zerreißen. Wieso wurde Kennedy getötet? Und dieselben Leute wollen uns auch töten, Papa. Niemand wird uns töten. Wer hat davon profitiert? Wissen Sie, in welche Lage Sie sich nicht raus? Wer hat die Macht, dieses Verbrechen zu decken? Warner Brothers zeigt Kevin Costner. Wir sehen alles mit einer verzerrten Optik. In einem Film von Oliver Stone. Weiß ist schwarz und schwarz ist weiß. Die Leute müssen es erfahren. Ich bin ein toter Mann. Und wenn die Welt einstürzt, die Gerechtigkeit wird sich durchsetzen. John F. Kennedy.